Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meiner Lieblingsrubrik, die besondere Runde. Und da habe ich mir heute ja ein ganz besonderes, tolles Paar ausgesucht, nämlich Tim Rieskamp-Gödeking und Ibe Easy. Das war gestern, nicht nur gestern, eine absolute Traumrunde. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, muss ich unbedingt mal mit dir drüber reden. Ja, danke. Wir steigen auch direkt ein in die Runde, gehen erst einmal ganz kurz auf Ibe Easy ein. 7-jähriges Pferd. Noch gar nicht so lange bei dir im Stall. Ganz kurz deine Einschätzung, vielleicht auch ein bisschen Charakterisierung von Easy. Ja, also Easy zeichnet sich im Prinzip über diesen Sommer jetzt dadurch aus, dass er unwahrscheinlich viele Nullrunden gesprungen ist. Er ist sicherlich sensibler, als er vielleicht auf dem Video wirkt, will ich mal sagen. Er ist schon so, dass er den Reiter auch erst im ersten Moment ein bisschen kennenlernen muss, um sich dann da auch reinfallen zu lassen, sag ich mal, also loszulassen. Das war die erste Challenge, die ich mit ihm so ein bisschen hatte, das erste Kennenlernen. Ich habe ihn jetzt seit der Außensaison, habe mir bewusst ein bisschen Zeit gelassen, nicht zu schwer zu reiten, dass wir erstmal alles sozusagen die Abstimmung gut hatten. Und jetzt hat er in den letzten Wochen ein paar schwere Runden und die hat er echt toll absolviert immer. Wir gehen gerne auch so ein bisschen auf das Pedigree ein. Das ist schon alleine hochinteressant. Das ist Emerald, das geht danach mit Dallas weiter, mit Zaval weiter. Die Mutter selber war im Sport auch erfolgreich, im Vielseitigkeitssport. Da braucht man auch viel Blut. Merkt man das so ein bisschen? Würdest du sagen, man alleine so vom Stamm und vom Naturell, das ist ein total blutgeprägtes Pferd? Oder wie würdest du eigentlich sagen? Ja, ist genau wie ich gerade schon sagte. Man sieht ihm das vielleicht gar nicht so an, aber man kann easy 2 Stunden reiten und der macht nicht schlapp. Also das ist mal sicher. Es ist mein erster Emerald tatsächlich, für mich auch hochinteressant sicherlich, das Blut mal kennenzulernen. Also Diamantblut kennen wir, ist klar, aber Emerald halt hatte ich noch nicht. Und er ist absolut, also er ist auch eher auf dem Turnier in der dritten Runde, dass er da am besten ist, weil da im Prinzip der erste Druck ein bisschen runter ist. Also das ist schon seine Stärke. In der Konstellation mit Thomas Berger, nicht nur Easy, sondern auch Qualita, würde ich jetzt sofort sagen, meine Güte, passt eigentlich auch in so eine ähnliche Schublade. Ist das so ein bisschen auch der Geschmack von Thomas Berger? Ja, natürlich. Also Thomas sucht sich immer ein paar Pferde raus und es sind meistens Pferde, die nicht 0815 sind, sondern Qualität haben, die aber sicherlich auch vielleicht ein bisschen auf minimaler Weise auch speziell ist, also die Pferde speziell sein können, aber er glaubt einfach auch an die Qualität und das zeichnet sich einfach am Ende auch immer wieder aus, muss man auch ganz klar sagen, die Pferde setzen sich dann auch durch und haben den entsprechenden Erfolg auch. Du hast noch nicht so lange Easy, aber im letzten Jahr fiel Easy auch schon mal großartig auf. Ja. Mit dem 4. Platz bei der Weltmeisterschaft, Alexander Ueckermann, der das gemacht hat. Also da konnte man auch schon so ein bisschen die Qualität ebenfalls auch schon erkennen. Ja, absolut. Also Easy ist durchaus bekannt in der Szene schon. Das war natürlich, wenn man so ein Pferd übernimmt, auch ist ein bisschen Druck auch dann drauf, sag ich mal. So wird man wird beobachtet, will ich mal sagen. Aber Alexander hat das super gemacht. Wir haben schon öfters eine Zusammenarbeit Alexander, Thomas und ich. Und wir haben echt sowohl mit Qualita als jetzt auch mit Easy zum Beispiel, dass Alexander die Pferde super da auf den Weg gebracht hat und ich jetzt das Glück habe, ihn dann jetzt ab 7-jährig weiter zu reiten. Du hast vorhin schon gesagt, viele Nullrunden, Rastede Null, dann ich habe Balve habe ich in Erinnerung, Hohenwieschendorf, das waren immer wirklich Nullrunden. Vielleicht mal im Stechern, bei einmal war es ein kleiner Netzroller, aber sonst, ist es ein Nullgarant, kann man das schon damit sagen? Gut, er hat einfach Qualität und die müssen wir nachher dann jetzt auf die Straße bringen. Eben dieses Losgelassene, diese Gleichmäßigkeit, die da dann reinkommen muss. Das ist jetzt das Stechen. Da sieht man direkt, wenn ich ihn an Sprung 1 ein bisschen fordere, da hält er unwahrscheinlich Abstand dann. Und dann muss er trotzdem auch den weiteren Stechparcours auch locker bleiben. Das ist für mich noch das Allerwichtigste, dass er nicht zumacht, sondern dass er vertrauensvoll die Sprünge auch dementsprechend dann locker absolviert. Und das ist für mich eine super Basis, um darauf aufzubauen. Ne? Hier hatten einige ein bisschen die Schwierigkeiten, weil das ist schon kuckig mit den ja. Kiepenkerlen ja. Rechts und links. Kuckig an sich ist er dann aber weniger, oder? Genau, nee, er ist schon im Parcours sehr straight. Also er ist absolut jetzt nicht am Sprung gaffig. Er ist mehr so im Umfeld manchmal ein bisschen sensibel, aber
auch das ist, also er ist ein absolutes Parcourspferd, das muss ich auch sagen. Also er ist zu Hause auch ganz anders als auf dem Turnier. Er weiß genau, wenn die Glocke kommt, dann müssen wir abliefern und das macht er echt top. Siebenjährig, absolut noch am Anfang. Hat man trotzdem schon mal so eine Idee, wie das vielleicht so dieses Jahr und nächstes Jahr dann weitergehen darf? Ja, am liebsten gut, ne? Also es ist, also diese Art Pferde haben wir ja nun auch nicht jeden Tag, muss ich sagen. Und er hat alle, ich sag mal, Möglichkeiten, um einfach in den ganz großen Sport reinzukommen. Also wenn ich sag mal, alles einen guten Weg geht, dann ist das relativ wahrscheinlich, glaube ich. Und dafür ist er bei dir in den allerbesten Händen. Hat viel Spaß gemacht und wir drücken weiterhin ganz fest die Daumen. Recht herzlichen Dank, Tim Briedkamp-Gödeking. Ja, danke.